So, da sind wir wieder zurück bei Randall's Monday und ich habe im Chat Abflussrohr gelesen. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gefragt, was mit den Rohren auf sich hat und vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich glaube, das war am ersten Abend, wenn nicht sogar in der ersten Folge oder zumindest sehr, sehr früh. Da haben wir ja hier uns die Rohre schon angeschaut und da gab es ja da ein Loch und jetzt steht auch jemand daneben. Ich habe mir schon gedacht, das kommt irgendwann mal, dass man hier vielleicht reinflüstern muss. Hi. Hi. Ha, genau. Und da wird sich das Radio sicher gut eignen. Frage ist natürlich, was bringt's? Wir versuchen es mal. Er hört jetzt da offensichtlich zu. Und hat eine Münze. Ah, eine Münze. Wo? Was geht nur mit einer Münze? Das Ding da, oder? Ein Kaugummiautomat. Ah, Süßigkeiten. Perfekt. Heißt, wir brauchen die Münze. Ich weiß nicht, ob es Kaugummi als Süßigkeiten zählen, aber immerhin. Hey, was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fern. Wie können wir dem die Münze abnehmen? Jetzt nehme ich das Radio nochmal. Okay, wenn wir das Radio nehmen, dann schaut er darüber. Wenn wir das Radio hinstellen, schaut er in die andere Richtung. Also er ist mal abgelenkt. Und er wirft die Münze. Haben wir sonst noch was hier? Na, die Münze haben wir ab und zu wirft. Die Kiste. Ah, genau. Moment. In der Kiste kommt man sich ja verstecken. Frage ist nur, was das wiederum bringt. Also wenn die Kiste schon da ist, dann müssen wir da auf jeden Fall uns verstecken. Mal schauen. Ah, ja, natürlich. Der Chat hat eh schon, glaube ich, richtig geahnt. Wir haben immer noch den Magnet und auch die Münze ist ja aus Metall und naja, nicht jedes Metall ist magnetisch, aber im Adventure natürlich schon. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie schaffen. Wo zum Geier ist mein Busgeld? Ha. Und ich nehme mal an, wir haben es jetzt gar nicht probiert, aber vermutlich, wenn wir es nicht verstecken, dann wird er uns sehen und uns das Ding wieder abnehmen. Super. So, Münze. Das mag komisch klingen, aber ich werde mir mit meiner einzigen Münze keine Kondome ziehen. Doch kein Kaugummiautomat. Kaugummiautomat? Fragt sich nur, ob der in dieser Absteige jemals benutzt wurde. Ich habe schon befürchtet, dass es doch kein Süßigkeitenautomat ist. Habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Schaut aus wie ein Kondomautomat. Und es ist tatsächlich einer. Wo bekommen wir jetzt... Moment, ich weiß, glaube ich, wo. Ich weiß, wo. Und zwar vor dem... Laden vom Mel, glaube ich, waren wirklich ein Kaugummiautomat in dem Fall. Genau, ein echter sozusagen. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so unfair. Oh, okay, so geht's auch. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Tja. Und was haben wir da drinnen? Und die Überraschung ist eine riesige Rolle Kaugummi. Na, vielleicht akzeptiert das ja der
Junge, mal schauen. Bin ich gespannt. Versuchen wir es mal. Willst du was Süßes, kleiner Freund? Was soll das denn sein? Tja. Bietest du mir wirklich dieses eklige Stück Kaugummi an? Hey, das ist mit extra Zucker. Na und? Das ist immer noch doofes, ekliges Kaugummi. Ich dachte, ihr Kids mögt Süßes. Klar, zum Beispiel Bonbons, Schokolade, Gummibären, Eiscreme. Aber kein Kaugummi, du Arschloch. Okay, ich merk's mir. Gut, dann vielleicht eine bessere Knarre. Das war ja auch noch eine Alternative. Sind wir nochmal beim... Ah, sind wir eh direkt da. Er hat ja eine bessere Knarre. Wäre jetzt ein bisschen heftig, aber wer weiß. Ein Schuss in die Luft am helllichten Tage reicht fürs Erste. Okay, das also auch nix. Gut, hier ist ja auch noch was, genau. Wir hatten noch den Bob mit seiner Nailgun. Und, Nailgun sage ich jetzt schon. Vor lauter, weil ich so viele Shooter spiele. mit seiner Nagelschießer. Ich wüsste nicht mal, wie das Ding auf Deutsch heißt. Kennst du nur als Nailgun. Nagelschießer, also nicht Nagelpistole eigentlich. Oh, eine bessere Pistole. Haha. Und das Maßband hat er auch noch. Aber wir können es nicht nehmen. Hey, ich sagte, das ist kein Spielzeug und ich wiederhole mich nicht gern. Verzieh dich einfach. Okay, entspann dich. Da hätten wir die bessere Pistole. Kaugummi. Der erinnert mich verdächtig an ein Maßband. Lässt sich da vielleicht was machen? Schnell. Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Du wirst dich nicht mal an mich erinnern. Super. Ja, eine bessere Pistole für unseren Jungen. Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Hör mal, Junge. Ich hab eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich hab zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frisur ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Scheiß kleines Großmaul. Ich sollte ihm mal zeigen, was man mit so einer hässlichen Knarre alles anstellen kann. Naja. Steht nicht auf meiner Abschussliste. Ah, genau, da gibt's ja andere Dinge zum Abschießen vielleicht. Ah ja, perfekt. Ihr habt natürlich wieder mal recht. Hey, was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Die Knarre ist klasse. Gib die her. Ah, ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, ja? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein. Na, ich glaube, die schmeiße ich einfach weg. Sei doch nicht so ein Arsch. Wer, ich?
Ich glaube, du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht. Na gut. Hier, aber sei vorsichtig. Super. Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg okay. das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das scheiß Abzeichen. Nö. Was willst du jetzt machen? Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst du schon sehen. Wenn ich gleich nachspritze mit dem Ding... Selbst wenn ich wollte, die ist eh schon leer. Die ist leer. Oh, okay, vielleicht kann man sie auffüllen. Es gab ja den einen oder anderen Platz mit Wasser. Zum Beispiel bei uns zu Hause. Ah, aber da, genau, da steht ja unser Vermieter. Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Beim Matt gab es auch einen Wasserhahn, aber da kommen wir nicht rein. Hier wäre Wasser. Ah, vielleicht gibt es da irgendwelche Pfützen. Da gibt es eine Menge Wasser, aber das können wir nicht verwenden, offensichtlich. Wo gibt es denn noch Wasser? Bei der Bar vielleicht? Gab's da Wasser oben im WC? Irgendwie so auffüllen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Moment, wir hatten noch den Schwamm. Da kann man Wasser aufsaugen. Das wird nicht klappen. Im Pissoir vermutlich auch nicht. Das wird nicht klappen. Elaine, Wasser? Ich will heute nicht mehr mit ihr reden. Du verletzt meine Gefühle. Wo gibt's Wasser? Ah, genau, die gelbe Pfütze. Ah, die ist ja nicht mehr da. Neben der Bar, genau, da war auch eine Seitengasse. Da haben wir eine Pfütze. Perfekt. Die Pfütze ist nicht tief genug, um die Pistole darin aufzufüllen. Jetzt kommt natürlich der Schwamm ins Spiel. Super. Und wir können die Pistole, nehme ich mal an, auffüllen. Jetzt kann ich in die Schlacht ziehen. Dann schauen wir mal. Versuchen wir es ihm direkt wieder zurückzugeben. So, vielleicht mag er nochmal tauschen. Wow. Was machst du da? Was ich mache? Ich wollte dich nur ein bisschen nass spritzen und du ballerst mir einen Nagel vor den Latz. Erst schießen, dann nachfragen. So bin ich halt drauf. Tja, die Haltung wird dich eines Tages mal in Schwierigkeiten bringen. Lass das, ja? Wollte nur sicher gehen, dass sie funktioniert. Ja, das tut sie, verdammt. Gut, der will mal nicht zurücktauschen, so wie es ausschaut, oder? Bitte, schieß nicht. Komm schon. Können wir uns nicht irgendwie arrangieren? Aua! Offensichtlich. Hörst du mal auf, mich zu beschießen? Mann, oh Mann! Warum? Das macht Spaß! Könnte ich den ganzen Tag machen, Rotzfresse! Ja, müssen wir ein bisschen argumentieren. Okay, du kannst also schießen. Na klar! Soll ich nochmal auf dich schießen? Nein, nein, das reicht jetzt. Na gut. Aber weißt du, ich stehe hier direkt vor dir, also werd nicht gleich überheblich, okay? Du kannst ja noch ein Stück weiter weggehen.
Ich wette, dann treffe ich dich immer noch. Nein. Schieß doch lieber mal auf was anderes. Also irgendwas, das nicht ich ist und das nicht so nah dran ist wie ich. Sodass ich einschätzen kann, ob du ein guter Schütze bist. Okay. Was hast du denn gedacht? Genau, leer schießen lassen ist eine gute Idee. Schieß doch mal auf das U-Bahn-Schild. Kein Problem. War wohl doch ein Problem, hm? Halt's Maul! Wow! Guck dir das an! Hast du getroffen? Na klar! Genau. Und da ist gar keine Delle drin. Wenn er es dann leer geschossen hat, dann will er sicher die volle Wasserpistole wieder haben. Dann muss ich dir wohl einfach glauben. Meinst du kannst das Rote Kreuz auf der Absperrung treffen? Guck genau hin! Knapp daneben ist auch vorbei. Du sollst das Maul halten! Scheiß Schrottteil! Mach dir nichts draus, ist schon okay. Halt endlich dein Maul! Na bitte! Oh, hab grad nicht hingeschaut. Kannst du das nochmal machen? Ja! Gesehen? Tja, naja, das erste Mal hast du aber nicht getroffen. Aber wenn du damit zufrieden bist... Du bist doof. Okay. Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen, oder? Nö, natürlich nicht. Oh, verdammt! Ich kann von hier aus nicht gut zielen. Ja, klar. Daran wird's gelegen haben. Ja, ja. Schau genau hin. Hast du gesehen? Ich hab ja gesagt, dass ich das kann, du Depp. Tja, aber sogar ein Affe hätte so ein großes Ziel getroffen. Hey! Vergiss nicht, dass ich hier die Knarre habe. Weiß schon. Ich will ja nur andeuten, dass du vielleicht ein bisschen üben musst. Muss ich nicht. Okay, na dann. Willst du nicht mehr üben? Warum schießt du nicht nochmal auf den Netzplan? Du bist so nervig. Vielleicht schieße ich dir einfach mal ins Auge. Aber Junge, ich wollte doch nur... Ach. Was ist denn jetzt kaputt? Ach nee. Dachtest wohl, du musst niemals nachladen? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Tja, na gut, nun stell dir mal vor, jetzt bin ich am Drücker. Tja, vielleicht will er jetzt tauschen. Wobei, die Nagelpistole wollen wir nicht zurück, wir wollen ja eigentlich die Markes Abzeichen. Hey, lass das! Ich soll das lassen? Ich glaube, du spinnst. Ich werd nicht gern nass. Ah, du wirst also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja, klar. Die sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Mami, der Mann ist ein Stalker. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Aha. Ja, ja. Mami! Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami, der Mann will mich entführen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Ach, scheiße. Oh, was denn los? Weiß mal, was herkommt. Mami hört dir wohl nicht zu, was? Oh, armer kleiner Scheißer. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Ich hab jetzt hier die Hosen an. Nichts wird mich stoppen. Überhaupt nicht. Ich hab die Marke. Ich bin hier das Gesetz. Bist du sicher? Ja, wenn die leer wird, dann fühlen wir sie einfach wieder auf. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Glaub mir, du kleiner Bastard. Mir reicht's mit dem Drecksgehör. Ja, wie kommen wir jetzt an die Marke, ist die Frage. Hör doch endlich auf! Ja, schauen wir mal, ob er sie jetzt rausrückt. Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Aufhören! Ich bestimme hier, wenn's reicht. Und das wird erst sein, wenn ich die Marke habe. Na gut, hier ist die Scheißmarke. Du hässliches, dummes Schwein. Sehr gut. Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Aber gerne.
Ja, würde ich mal sagen, auf zum Murray. Ist natürlich die Frage, ob er den Tausch einfach so akzeptiert. Den Lötkolben haben wir ja nicht mehr, wo ich zuerst gemeint habe. Da können wir vielleicht irgendwas draus basteln, was Markenähnliches. Aber in diesem Falle... Na, der Murray. Da verlassen wir uns jetzt einfach mal drauf, dass er das nicht mitbekommt. Entschuldigung, Murray. Kann ich Ihre Marke nochmal sehen, Murray? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst, Sie können mir vertrauen. Versuchen wir's mal. Bitte sehr, Murray. Oh. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Tja. Und jetzt, wenn's dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Okay, jetzt haben wir eine Polizeimarke. Die Frage ist, was macht man mit der? Mal kurz zur U-Bahn springen. Mal überlegen. Da waren wir gerade. Beim Matt wird sie uns nicht viel bringen. Bei welchem Charakter haben wir noch was offen? Ah, natürlich. Wo war der Dieb? Bei der Pfandleihe, oder haben wir den getroffen? Ah ja, klar. Polizeimarke. Pardon. Und Dieb. Vielleicht können wir ihn so irgendwie zum Reden bringen. Zeigen wir die mal. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Typen, der dich umlegt, wenn du dich nicht ganz schnell verpisst. Ist das so? Officer Hicks, gib mir den Ring. Welchen Ring? Den du gestern geklaut hast, du Stück Scheiße. Ich hab den Ring nicht geklaut. Ich meine, ich hab gar keinen Ring geklaut. Officer, ich... Hör auf rumzustottern. Wolltest du mich nicht vor einer Minute noch umlegen, du dreckige Ratte? Hören Sie, ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich habe gestern einen Ring in der Dr. Fred Edison Street gefunden. Der lag auf dem Boden. Ja, der lag da auf dem Boden, nachdem du seinen Besitzer bewusstlos geschlagen hast. Ich kenne deine Methoden, du Made. Hey. Glauben Sie nicht, dass das etwas zu weit geht mit den Beleidigungen? Das ist die Macht der Marke. Kann Sergeant Kramer jetzt gut verstehen. Wen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner. Na gut. Schalten wir mal einen Gang zurück. Ach ja? Was schlägst du denn vor? Warum reden wir nicht einfach wie zivilisierte Menschen miteinander? Willst du damit andeuten, dass ich nicht fähig bin, ein zivilisiertes Gespräch zu führen? Nein, natürlich nicht. Ich was? Abschaum. Ich will keine Probleme mit euch Bullen. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss. Mach mal ein bisschen auf hart. Mir reißt hier gleich der Geduldsfaden. Ach, kommen Sie. Ich versuche ja zu kooperieren, Officer. Was wollen Sie denn noch? Was ich noch will? Was noch? Ich will den verdammten Ring wieder haben, du stinkende Kanalratte. Bitte, ich sagte ja schon, ich will keine Schwierigkeiten. Ich hab Ihren Ring, okay? Ich sagte ja, den hab ich auf der Straße gefunden. Gar nichts Illegales. Das schwöre ich bei meinen Kindern. Du hast Kinder? Glaube ich nicht. Im Ernst? Wenn sie mich festnehmen, wer kümmert sich dann um die Mädchen? Wer zahlt dann die Rechnungen? Ist nicht mein Problem. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mal fünf gerade sein. Ich kann Ihnen sogar ein Bild von meinen Mädels zeigen. Richtig kleine Engel. Es reicht. Ich will das nicht sehen. Die sind wahrscheinlich ohne so einen schmierigen Vater besser dran. Hey. Moment mal. Ich mag ja so einiges sein, aber ich bin kein schlechter Vater. Ich liebe meine Frau und meine Töchter und sie lieben mich. Ich bin Vater und ein Ehemann, der jeden Tag hart arbeitet, um seine Familie bestmöglich zu versorgen. Ist das ein Verbrechen? In deinem Fall schon, du Wurm. Na gut, dann verhaften sie mich. Aber alles, was ich tat, tat ich aus Liebe. Willst du mich verarschen, oder was? Willst du wirklich verhaftet werden? Nein. Ja, dann? Dann gib mir halt den Ring, den du gefunden hast. Ich hab den im Moment nicht dabei, aber ich kann Ihnen zeigen, wo ich ihn versteckt hab. Das ist das Intelligenteste, was du heute von dir gegeben hast.
Okay, warten Sie. Ich muss ihn nur aus meinem Geheimversteck holen. Hast du gerade wirklich Geheimversteck gesagt? Ja, Officer. Houston, wir haben ein Problem. Ich lass mich überraschen. Ich finde ihn nicht. Der war genau hier. Das schwöre ich. Und das soll ich dir jetzt abkaufen, ja? Ich verstau meinen Krempel immer hier. Ich versteh's nicht. Tja, dann sag ich mal den Jungs, sie sollen eine Pritsche für dich vorbereiten. Liegst du gerne oben oder unten? Und ich spreche jetzt nicht von der Pritsche. Moment. Den muss jemand geklaut haben. Ja, du. Und du gibst dir nicht mal Mühe, ihn wieder rauszurücken. Tja, deine freie Entscheidung. Verdammt, warten Sie. Ich wurde ausgeraubt. Ich will eine Anzeige erstatten. Wie bitte? Ich sagte, ich wurde ausgeraubt. Ich glaub's nicht. Fühlt sich nicht toll an, oder? Tja, ich wurde ausgeraubt und auch noch niedergeschlagen. Aber wer konnte denn wissen, dass ich den Ring hier versteckt habe? Tja, die einzige Person, die ich hier rumschleichen sehen habe, war der... Oh, Scheiße. Was? Nichts. Ist nicht mehr dein Problem. Verzieh dich. Hätte wissen müssen, dass der Bastard mich übers Ohr haut. Dem Randall hat es gerade auch gedämmert, genauso wie im Chat. Den hat wohl der Penner. Die Frage ist, wo ist der hin? Müssen wir mal die ganzen Locations absuchen. Anzunehmenderweise in irgendeiner Seitenstraße. Gehen wir mal zurück zum Anfang. Da ist er nicht. Da liegen überall Bananenschalen, finde ich auch witzig. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wo gibt es noch Seitenstraßen? Ich meine, wo waren wir jetzt gerade? In der waren wir, oder? Na, da gab es keine. Ja, bei der Bar ist eine Seitenstraße. Was geht, Junge? Suchst du was? Du verdammter Bastard. Hey, kein Grund für Beleidigung. Ich werde noch mehr machen, als dich nur zu beleidigen, wenn du mir nicht mein Eigentum wiedergibst. Deins? Ja, meins. Und hör auf zu lachen. Der Ring ist zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Du solltest hoch erfreut sein. Verdammter verräterischer Penner. Du weißt genau, wie dringend ich den brauche. Entspann dich, Junge. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Du bist schon die ganze Zeit hinter dem Ring her? Was soll das alles? Aber du hast mir sogar geholfen. Du hast mir gesagt, dass du eine Art Orakel bist. Was ist los, Junge? Sag bloß, du bist doch nie ausgenutzt worden. Ach, du bist Abschaum. Aber das wusstest du ja schon. Komm schon, Junge, entspann dich. Der ganze Zorn, der dich jetzt ergreift, wird in Kürze wie verflogen sein. Nicht heute oder morgen, aber du wirst wieder lieben lernen. Du glaubst wohl, das ist lustig, hm? Ich geb mir Mühe. Meine Geduld hat Grenzen, ich warne dich. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie wird die Menschheit dann überleben? Ich hab dich gewarnt. Gib mir den Ring. Er gehört mir. Du weißt, dass er mir gehört. Au, Mann, nicht cool. Rennst du jetzt rum und spielst Zeus? Hast du geglaubt, der Ring ruiniert einem nur das Leben? Ich weiß, dass er seinen eigenen Willen hat. Das habe ich von dir gelernt, als wir noch Freunde waren. Stimmt. Aber du hast keine Ahnung, was er kann. Dieses Ding hat Ströme versiegen lassen, Gebäude einstürzen und hat ganze Zivilisationen zerstört. Wovon zum Geier redest du? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer diesen Ring erschaffen hat oder welche Macht er verleiht. Aber er verändert seit Jahrhunderten die Realität dieser Welt und fast niemand weiß von seiner Existenz. Vergisst du da nicht was, mein Freund? Nämlich, dass es mir scheißegal ist? Er kann auch die Gedanken der Leute beeinflussen, dass die wie von ihm besessen sind. Er zwingt sie dazu, Sachen zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Er kann sogar Leute verfluchen, sie in einem Raum-Zeit-Paradox gefangen halten.
Das kommt mir bekannt vor. Niemand konnte den Ring je bezähmen, aber ich bin nah dran. Bald wird es nichts mehr geben, das ich nicht tun kann. Gute Antwort. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? Ich habe weit wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, sorry, Herr des Universums. Aber es ist nie eine gute Idee, die Körperhygiene zu vernachlässigen. Diese Dinge sind jetzt nicht mehr von Belang. Okay, red dir das ruhig ein, aber ganz im Ernst, du stinkst. Ah! Zisch! Oder fängt er vielleicht an zu studieren, auch was er sicher noch nicht gemacht hat. Also fängst du jetzt ernsthaft an zu studieren, oder was? Wie bitte? Na, du weißt schon, dass du deinen Abschluss machen kannst und einen Roman schreiben und ein fliegendes Auto bauen oder was auch immer. Bin schon auch gebildete Leute in der Gasse gelandet. Ich meinte das ernst. Das war auch ernst. Ernst, ehrlich, herzlich und spontan. Also schreist du jetzt keine komischen Sachen mehr in der Gegend rum? Tja, ein Penner hat auch Bedürfnisse, egal wie viel Macht er besitzt. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Wenn du die Weltherrschaft übernimmst, möchte ich, dass du aufhörst rumzuschreien, dass ich verflucht bin. Das wäre zumindest ein erster Schritt auf dem Weg, wieder Freunde zu werden. Niemals. Aber warum machst du das? Das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Außerdem bist du doch jetzt dieser mächtige Typ, oder? Ich weiß, aber ich leg doch nicht liebgewonnene Gewohnheiten einfach ab. Ich bin doch kein scheiß Yuppie und ich werde auch nie einer sein. Yuppies rennen wenigstens nicht rum und pöbeln wildfremde Menschen an. Du verstehst nicht, Junge. Egal wie weit man es bringt, egal wie erfolgreich man ist, es sind die kleinen Dinge, all diese alltäglichen Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen. Verstehst du? Ja. Tiefschürfende Weisheiten von einem emotional gestörten Obdachlosen. Weißt du, eins verstehe ich nicht. Was denn? Na, der Chat meint, mit der Wasserpistole beschießen. Das habe ich mir auch schon gedacht, wo es hieß, Blitze kommen ihm aus dem Hintern. Wobei, haben wir die überhaupt noch? Gar nicht genau aufgepasst. Jetzt werden wir vorher noch die Dialoge ein bisschen zu Ende führen. Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn denn überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Man weiß nie, was mit dem Ding passiert. Obwohl, hast du ihn nicht auch verloren und willst ihn jetzt zurück? Willst du mich wirklich beurteilen? So hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Klar hast du nicht. Andere Leute verurteilen ist einfach, was? Aber wer im Glashaus sitzt... Hey, ich sagte ja schon, du hast recht. Was willst du denn noch? Aua! Das! Ja, gute Frage eigentlich. Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Bin ich nicht. Ich bin nur für den Spaß dabei. Und ehrlich gesagt wird mein Leben eh nicht viel schlimmer, als es schon ist. Stimmt. Aber du kennst den Ring. Vielleicht hat er ja schon was Finsteres für dich geplant. Und was soll das sein? Weiß nicht. Vielleicht hättest du zufrieden sein sollen mit dem, was du hattest, anstatt dich korrumpieren zu lassen. Diese Strahlen sehen nicht gerade gesund aus, weißt du? Und wenn du ihn irgendwann mal loswerden willst und es dann längst zu spät ist, um... Warum sollte es dann zu spät sein? Weil du dann vielleicht tot bist? Ja, verstehe, was du sagen willst, aber weißt du was? Was? Da war ja klar. Der freut sich, uns zu beschießen. Dann geben wir ihm noch eine Gelegenheit. Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf Download setzt? Tja. Ja? Meiner Meinung nach... Deiner Meinung nach was? Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach. Aber ich wollte doch. Fängst du jetzt an zu schweben? Ich levitiere. Ich sag ja, der Ring hat Kräfte. Ja, ist ja jetzt nicht gerade so toll. Man sieht's ja kaum.
Ich levitiere, ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Und nur zu deiner Information, man sieht sehr wohl. Na klar, wenn du das sagst. Ich sag es, ich, der levitierende Penner. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Was denn? Bin halt nicht so der aufmerksame Beobachter. Mann, oh Mann. Wie ich schon mal sagte, kann man der Natur des Universums nicht entfliehen. Wo der eine nur Zufall sieht, sehe ich Konsequenzen. Wo der eine nur Wahrscheinlichkeit sieht, sehe ich Kosten. Was zum Geier redest du denn da? Bring mir die Augen des Orakels und ich gebe dir deinen Auserwählten zurück. Ich glaube, das ist ein fairer und vernünftiger Handel. Ja? Nein? Genug von deinem blöden Geschwätz. Ich dachte, du bist das scheiß Orakel. Oh, Mann! ja, versuchen wir das direkt. Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Das verschießt Wasser. Nein! Ich komme wieder! Ja, klar wirst du das. Können wir jetzt den Ring direkt abnehmen, oder wie? Komm zu Papa. Puh. Endlich so aus. Ich dich, du fieser Ring. Jetzt muss ich nur noch... Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metzger. Schlafen gehen eventuell. Und mich dann umstellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in einen Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiße ich ihn lieber gleich hier weg. Mein Gott, was ist passiert? Matt ist tot. Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerührt, bis... Okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Oh Mann, tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja, naja, Ich brauch jetzt einen guten Freund, Randall. Bitte! Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Moment, Claytons ist schon der Papa, oder? Von hier aus kriege ich die... Alles klar. Sieh mal einer an, wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Ha! Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. Okay, ja, ich würde sagen, bevor wir zu Sally schauen,
Matt hat es schon wieder getan. Werden wir eher eine Pause einlegen. Ein paar Minuten, 5 Minuten eventuell. 5, 6, 7 Minuten mal schauen. Und mit ein bisschen Musik. Und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich also.